Schon vor langer Zeit wurde dies durch den Heiligen Geist vorausgesagt, der durch König David sprach. Judas war einer von uns, auserwählt, um mit uns an diesem Dienst teilzuhaben. Judas kaufte sich von dem Geld, das er für seinen Verrat erhalten hatte, einen Acker. Und als er dorthin stürzte, platzte sein Leib und seine Eingeweide wurden verschüttet. Die Nachricht seines Todes verbreitete sich rasch unter den Einwohnern Jerusalems und sie gaben diesem Ort den aramäischen Namen Akeldama, das heißt Blutacker. Dies wurde im Buch der Psalmen vorausgesagt. Sein Haus werde verwüstet, so dass niemand mehr darin leben wird. Und sein Amt soll einem anderen gegeben werden. Deshalb ist es an uns nun, einen anderen zu wählen, der an Judas Stelle treten soll. Jemand, der die ganze Zeit dabei war, als wir mit dem Herrn Jesus zusammen waren. Von dem Tag an, als er von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, als er von uns weg in den Himmel geholt wurde. Der Mann, der gewählt wird, soll mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu werden. Daraufhin nominierten sie zwei Männer. Josef, genannt Barsabbas, auch unter dem Namen Justus bekannt, und Matthias. Dann beteten alle um die Wahl des richtigen Mannes. O Herr, du kennst jedes Herz. Zeig uns, welchen dieser Männer du erwählt hast, in diesem Dienst als Apostel an die Stelle von Judas zu treten. Denn der hat uns verlassen und ist dahin gegangen, wo er hingehört. Dann gaben sie ihnen Lose. Und auf diese Weise wurde Matthias gewählt und wurde ein Apostel mit den 11 anderen. Am Pfingsttag, 7 Wochen nach der Auferstehung Jesu, waren die Gläubigen an einem Ort versammelt. Plötzlich kam ein Geräusch vom Himmel wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen oder Feuerzungen, die auf jeden einzelnen von ihnen herabkamen. Jeder Anwesende wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und fing an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist sie dazu befähigte. Gottesfürchtige Juden aus vielen Nationen wohnten damals in Jerusalem. Als sie dieses Geräusch hörten, liefen sie herbei, um zu sehen, was das alles zu bedeuten hatte. Verblüfft stellten sie fest, dass die Gläubigen in ihren eigenen Sprachen redeten. Sie gerieten außer sich vor Staunen und fragten: Wie ist denn das möglich? Diese Männer sind doch alle aus Galiläa. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Parther sind wir, Meder und Elamiter. Leute aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen nach Kyrene hin. Besucher aus Rom, sowohl Juden als auch zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören die Leute über die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat, in unseren eigenen Sprachen reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Sie fragten einander: Was könnte das bedeuten? Andere dagegen spotteten: Die sind nur betrunken vom Wein. Dann trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu: Hört alle genau her, ihr Mitjuden und Einwohner von Jerusalem. Ich bitte euch, versteht das nicht falsch. Es ist nicht wahr, was einige von euch behaupten. Die Leute sind absolut nicht betrunken. Dazu ist es viel zu früh am Tag. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Was ihr erlebt, wurde schon vor Jahrhunderten durch den Propheten Joel vorausgesagt.
In den letzten Tagen, sprach Gott, werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer werden Träume haben. In diesen Tagen nämlich werde ich meinen Geist auf alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden prophezeien. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird zu Finsternis werden und der Mond blutrot, bevor dieser große und herrliche Tag des Herrn eintrifft. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hört, Israeliten, wie ihr alle wisst, hat Gott Jesus von Nazareth in aller Öffentlichkeit beglaubigt, indem er große Taten, Wunder und übernatürliche Zeichen durch ihn wirkte. Aber ihr habt getan, was Gott in seinem Plan vorausgesehen hat. Mit der Hilfe gesetzloser Nichtjuden habt ihr ihn an das Kreuz genagelt und ermordet. Gott hat ihn jedoch aus dem Schrecken des Todes befreit und ihn wieder zum Leben auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. König David sagte Folgendes über ihn: Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht erschüttert werden, denn er ist stets an meiner Seite. Kein Wunder, dass mein Herz vor Freude jubelt und mein Mund im Lob singt. Mein Leib ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht unter den Toten lassen oder zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und du wirst mir wunderbare Freude in deiner Gegenwart schenken. Liebe Brüder, David meinte sich doch nicht selbst, als er diese Worte sprach, denn er starb und wurde begraben. Und sein Grab befindet sich noch heute unter uns. Aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm mit einem Eid versprochen hatte, dass als Messias auf dem Thron Davids einer seiner Nachkommen sitzen würde. In die Zukunft blickend sagte David also die Auferstehung des Messias voraus, dessen Leib nicht im Grab verwesen würde, da er nicht unter den Toten gelassen würde. Es war prophezeit und jeder von uns kann es bezeugen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Jetzt sitzt er auf dem Ehrenthron zur Rechten Gottes und der Vater gab ihm, wie er versprochen hatte, den Heiligen Geist, um ihn auf uns auszugießen. Wie ihr es heute selbst gesehen und gehört habt. Denn David fuhr nie in den Himmel auf und doch sagte er: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten, bis ich deine Feinde unterwerfe und sie zu einem Schemel unter deinen Füßen mache. So soll nun jeder in Israel klar erkennen, dass Gott nämlich diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Messias gemacht hat. Petrus' Worte überführten sie zutiefst und sie sagten zu ihm und den anderen Aposteln: Brüder, was sollen wir tun? Ihr müsst euch von euren Sünden abwenden, jeder von euch, und euch auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden taufen lassen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Verheißung gilt für euch und eure Kinder und sogar für die noch Fernen. Für alle, die durch den Herrn, unseren Gott, hinzugerufen werden.